So, ganz kurz. Also, ich habe gemerkt, leckt mich am Arsch. Also, durch Premium-Loser bekommen wir jetzt nicht mehr dauerhaft Elite-Ausgegenstände wie früher. Dafür bekommen sie immer Munition. Gut, darüber kann man sich jetzt streiten, ob das fair ist oder nicht. Ich persönlich finde das in Ordnung. Und sie bekommen halt mehr Silber, weil Munition ist halt nicht jetzt so. Ja, gut, okay, Munition ist das teuerste, was man hier bezahlen muss. Ich finde es aber nicht so schlimm. Ich fand es viel schlimmer, als sie dann immer so eine Elite-Scheiße hinterher geschmissen gekriegt haben. Und das ist nicht mehr der Fall. Von daher kann ich mit leben. Also, Frage, ob es Pay-to-Win ist, sehe ich nicht mehr so. Eine ganz andere Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe es jetzt wieder aufs englische Interface gestellt. Aus einem ganz simplen Grund. Wenn du es mit dem deutschen Interface spielst, kommst du automatisch auf den Only Russian Chat Server, bla. Also dann hast du nur die russischen Leute im Chat, während du, wenn du auf Englisch spielst, nur die Leute im Chat hast, die Englisch sprechen. So, jetzt kann ich auch den ganzen, in Anführungszeichen, Mist verstehen, was im Forum erzählt wird, von wegen des Spiels tot und bla. Weil in-game, also diese 1000 Leute, die da oben sind, noch 1900. Also in der Höchstzeiten sind es 2200. Das waren ja schon mal 4000, wie gesagt. Das sind hauptsächlich Russen. Also das Spiel wird hauptsächlich nur von Russen gespielt. Lasst mich lügen, vielleicht sind 500 davon Ausländer. Das ist krass. Und ich weiß, es ist eine Beta und es ist nicht fertig und bla, aber solche Reaktionen zeigen einfach nur, dass die Entwickler mit ihren ganzen Werbescheiß von wegen Macher von Stalker und bla und Locken und in der Hinsicht schon Scheiße gebaut haben, weil ganz viele Leute wirklich gedacht haben, es wird so wie Stalker oder Metro oder irgendwie sowas in die Richtung, aber es ist es einfach nicht. Es ist weder gut und ja, gut, Metro war da auch nicht, war ja auch nicht das ähnliche wie Stalker, aber selbst Metro 2033 fand ich dennoch besser als diesen Scheiß hier. Du bist zwar da nur einen Korridor lang gelaufen, hast halt die Geschichte so ein bisschen gespielt, aber das hat noch ein bisschen Feeling vermittelt als das hier. Das ist hier stumpfes PvP-Geballer. Und das zeigt die Spieler zwar schon wieder aus, dass das eigentlich, naja, egal. Jedenfalls haben sie jetzt endlich hier oben links so einen Informationsbalken eingefügt, wo jetzt das in Anführungszeichen unfertige Tutorial im Support-Forum unter schriftlicher Form, also nicht mehr in-game irgendwas, du wirst mit dem Informationsbalken ins Forum geleitet. Das heißt, wenn du kein Englisch kannst, hast du so die Arschkarte. Oder wenn du ganz Glück hast, ich glaube, das Support-Forum ist sogar, glaube ich, das gab es erst nur auf Russisch, das haben sie jetzt auch erst auf Englisch neu gemacht. Ist ja egal. Also wirst du aus dem Spiel rausgeschmissen, ich kann es ja mal. Nee, will ich jetzt nicht zeigen, weil dann die Aufnahme nicht gemacht wird. Jedenfalls, dann kommst du hier ruf, dann machst du auf den Kopf firm, dann kommst du halt auf die Internetseite rauf und kriegst halt ein paar Tutorial-Informationen, also Grundwissen-Basen. Das Lustige ist, das haben sie erst gemacht, nachdem ich total mit schlechtem Englisch im Forum ein eigenes Tutorial fabriziert habe, als einziger, der überhaupt mein Tutorial fabriziert hat, weil ja alle meinten, sind ja alle so schlau und können alles selber. Ich war halt der Meinung, bevor ich 3000 Millionen Leute in-game sehe, die nicht wissen, was sie machen sollen, mache ich einfach ein schlechtes Tutorial und dann sehen wir mal, was passiert. So, inzwischen bin ich Level 12, Account Level. Mit Premium habe ich wesentlich mehr Silber bekommen, aber es ist nicht so viel wie früher. Also wenn ich daran denke, als ich das erste Mal Premium gespielt habe, hatte ich sogar schon eine Mille erreicht gehabt. Dadurch konnte ich mir dann alle Waffen und all so einen Scheiß kaufen. Also ich kann ganz ehrlich sagen, dass mit dem Premium, das haben sie richtig, richtig gut gesenkt. Also es wird jetzt eher danach geguckt, wie gut du im Score bist, was ich persönlich nicht so ganz in Ordnung finde, aber gut, okay, wenn du gewinnst, was ja auch so eine Sache ist, weil du gewinnst ja nicht, weil du alleine gut bist, sondern dein Team muss ja auch in Ordnung sein. Wenn du mit Idioten spielst, kannst du gar nicht gewinnen, dann kannst du aus dem Spiel gleich rausgehen, was auch viele Leute machen, was auch nicht ganz okay ist, weil dann versauen sie eigentlich für die anderen auch schon, dass sie nicht mehr gewinnen können und all so ein Scheiß und ja. Gut, jetzt beginnt hier Tag 3 für mich und ja. Und eigentlich habe ich jetzt schon wieder keinen Bock weiter zu zocken oder weiter zu gucken. Also ich habe die beiden Maps hier sehen, die neuen.
Map-Aufbau her ist nur eine Map gut, die zweite ist so eine typische Rush-Map, schmaler Korridor, beide rennen aufeinander zu, in der Mitte sind die Boxen, wo die Batterien spawnen und dann heißt es Domination-Scheiß. Bei der anderen Map gibt es drei Punkte, die Map ist offener, weiter begehbar, du hast mehrere Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Somit gefällt die Map mir schon mal besser, weil das nicht so ein zwangsmäßiges, du kannst auch hinten ankommen und also es ist mehr Freiheiten, alles finde ich schon mal viel besser. Ansonsten ist es einfach blöd, immer noch das Spiel. Da ist selbst Call of Duty besser. Also Modern Warfare 2 ist da wesentlich besser als stumpfes PvP-Geballer. Beziehungsweise Call of Duty, das ganz normale erste Teil, Call of Duty Modern Warfare ist wesentlich besser als das Spiel hier. Ich weiß, die Open World ist noch nicht da, aber ich sehe ja nach was für einem System das Spiel aktuell läuft. Somit bezweifle ich, dass sie an dem System was ändern werden. Von daher ahne ich, dass die Open World auch scheiße wird. Weil du halt auch wahrscheinlich auch, bevor du in die Open World reinstartest, dir hier den ganzen Scheiß aussuchen musst und dann einfach in die Open World reinstartest und nicht einen Dauerrucksack hast wie bei Stalker, wo du alles reinpacken kannst, bis du maximal Gewicht erreicht hast und dann da mit hantieren musst. Gut, alles reinpacken wäre ein bisschen sinnlos und übertrieben, weil du ja hier wesentlich wie viele Waffen hast. Also, dass du wesentlich drei Waffen aussuchen kannst: eine Sekundäreinhandwaffe, eine leichte und eine schwere. Beziehungsweise, wenn du eine richtig schwere hast, dann halt nur noch eine leichte MG. Oder keine Ahnung, vielleicht mache ich mir jetzt auch zu viel Hoffnung, vielleicht bin ich auch zu sehr von Stalker eingenommen, kann auch sein. Aber selbst im Metro 2033, was ein Singleplayer-Spiel war, wo man einen Schlauch lang gelaufen ist, wo man einfach eine Geschichte mit einmal durchgespielt hast, hatte ich mehr Spaß und hat mir mehr gefallen, die Welt und alles, als der Mist hier. Sicher, Metro 2033 hatte auch seine Probleme mit den ganzen wie soll ich sagen, Checkpoint hatte auch seine Probleme, aber also ich weiß nicht, also das Spiel verleiht mir hier nicht mal ansatzweise so ein Feeling einer Endzeitwelt, die ich durchlaufe, sondern das sind einfach, also hier habe ich wirklich nur das stumpfe PvP-Feeling und das ist das, was kein Mensch will, der mit Stalker Shadow of Shield geködert, mit Stalker, generell mit der Stalker-Reihe geködert worden ist. Ganz einfach. Ist so. Die haben totalen Werbebetrug mehr oder weniger begangen. Haben dann erst im Forum gesagt, ja, die Open World ist ja noch gar nicht da. Tut uns leid. Aber vorher haben schon, weil man konnte sich den Game-Zugang früher mit Echtgeld kaufen. Da haben sich viele mit Geld den Zugang gekauft. Und gut, die Russen, die ganz harten, sind ja wieder die Fans bis zum geht nicht mehr, bis sie sterben und sagen, das Spiel ist geil. Und ja. Selbst die paar Leute, die im englischen Forum sind, sagen auch schon, teilweise ja, ist okay. Manche sagen auch einfach nur, ist bescheuerter Blödsinn. Also, auf dem deutschsprachigen Raum spielt das, glaube ich, überhaupt keiner mehr. Von den Leuten, die das angezockt hatten. Und ja, was soll man sagen? Ich find's lustig. Ich find's dumm. Ich find's bescheuert. Und ich frag mich ganz ehrlich, wie Leute wie Tim, David oder generell Leute, die Reviews machen, das überhaupt hinkriegen, keinen Nervenzusammenbruch zu bekommen, wenn sie mal ein schlechtes Spiel reviewen oder sich durch Call of Duty oder sonst irgendein Spiel durchbeißen, weil das ist einfach krass. Also ich bekomme ja schon, ich habe bei The Elder Scrolls Online in der Beta Nervenzusammenbruch bekommen, wegen den Fehlern und der Community, wie krass die schon voreingenommen waren und gesagt haben, das Spiel ist perfekt. Hier ist es zum Glück nicht so. Im Gegenteil, hier sind viele Leute, die einfach abgehauen sind wieder. Was ja total eigentlich gerechtfertigt ist. Und ich werde es auch nicht mehr weiterspielen erstmal. Das ist bei mir hier genau dasselbe jetzt wie aktuell bei Star Conflict. Star Conflict ist ein anderes Spiel. Star Conflict macht mir im Gegensatz zu dem hier wenigstens noch Spaß, weil es ein Sci-Fi-Weltraumspiel ist. Also ab und an. Aber hier werde ich warten, bis die Open World jetzt kommt. Ich werde heute auch das Spiel nicht mehr zocken. Ich wollte nur mal das Abschlussvideo machen. Und wenn die Open World nicht in Ordnung ist, dann werde ich das nicht mehr spielen. Ganz simpel. Da habe ich bessere Spiele, die ich meine Zeit vertreiben kann. Guti, dann ciao.